Hallo, in diesem Video geht es um die Hypnoseausbildung, die du an der Speed Learning School machen kannst. Hierzu loggst du dich wieder ein, kommst dann in diesen Bereich hier und dann klickst du auf Erwachsenenbildung. Wenn du in diesem Bereich ankommst, auf Persönlichkeitsentwicklung und dann auf Hypnose. Hier findest du jetzt auf der einen Seite das Hypnose-Lehrbuch als E-Book. Kannst du dir hier runterladen, wenn du hier drauf gehst. Dann findest du hier die Grundlagen der Hypnose. Ja, mit allem, was man braucht, kannst du dir, wie gesagt, komplett herunterladen. Dann gibt es hier die verschiedenen Audiodateien, die ergänzend zu diesem Lehrbuch die Technik nochmal erklären, und anschließend hast du hier Hypnoseskripte für die Arbeit mit gesunden Menschen. Solange du keine Heilpraktikerzulassung hast oder kein Arzt oder kein psychologischer Psychotherapeut bist, brauchst du eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde. Wenn du diese nicht hast, darfst du nur an gesunden Menschen die Hypnose anwenden, zum Beispiel im Sportbereich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit oder eben auch zur Gewichtsreduktion, zur Raucherentwöhnung, also zur persönlichen Lebensberatung. Dann gibt es hier Hypnosebeispiele aus Live-Hypnosen aus meiner Praxisarbeit, die werden immer weiter erweitert. Und dann zum Schluss hier unten die Abschlussprüfung. Und bei dieser Abschlussprüfung, auch die kannst du dir herunterladen. Und wenn du diese Unterlagen alle durchgearbeitet hast, dann schickst du uns eine E-Mail mit den Antworten auf diese Fragen und natürlich auch den verschiedenen, hier steht zum Beispiel, erstellen Sie eine Kassette oder CD mit einer Hypnose. Das ist schon ein bisschen eine ältere Formulierung, weil diese Zertifikatprüfung noch aus der Zeit stammt, als ich meine Ausbildung selbst gemacht habe. Und von daher kannst du da auch gerne eine MP3-Datei einreichen. Das muss keine CD oder keine Kassette sein. Und wenn du alles zusammen hast, dann schickst du die Sachen zu, kannst sie entweder per E-Mail schicken oder an unsere Adresse. Die Adresse findest du im Bereich des Impressums und dann bekommst du ein Zertifikat, dass du diese Ausbildung Grundlagen der Hypnose erfolgreich abgelegt hast.